So, jetzt mal ein kleines Update von meiner Seite zu dem Thema Endlagen-Add-on bzw. Endabschalter. Und ja, ich habe jetzt hier ziemlich viel rumgetüftelt. Ich habe auch wahnsinnig viel probiert und rum und um getan. Aber, und das freut mich richtig, ich habe es hinbekommen. Also es funktioniert, dass wir die Endabschalter vom Huina, von der Originalelektronik, verwenden können mit den neuen Fahrreglern auf einer normalen Fernbedienung. Ich habe ja schon gesagt, bei mir habe ich es ja mal rausgeschmissen. Und jetzt haben wir eine Lösung, das Zeug weiter zu verwenden. Finde ich richtig geil. Ich zeige euch jetzt mal ein bisschen was dazu. Ob oder wie ihr euch das zutraut, ist jetzt natürlich eine andere Frage. Ich versuche es euch jetzt mal so weit zu erklären. Es gibt eine einfache Lösung und es gibt eine einfache Lösung und es gibt eine komplizierte Lösung und ja, müssen wir einfach mal schauen. Ich werde mich wahrscheinlich für die komplizierte, aber etwas schönere Lösung entscheiden. Aber wie gesagt, wenn man sagt, ah, das ist mir alles zu gefährlich, dann hat man natürlich kein Problem. Also wie gesagt, ich zeige es euch jetzt einfach mal. Es dreht sich um das Endlagen-Add-on. Sieht man kaum. Das hier ist die Anleitung da dazu. So sieht das ganze Ding hier aus. Also wir brauchen drei Stück im Übrigen. Arm, Stiel und Schaufel. So sieht das ganze Ding hier aus. Und der ganze Clou im Endeffekt ist der, ich komme ja normalerweise vom Empfänger und vom Empfänger gehe ich in meinen Fahrregler. Und hier klemme ich den eigentlich nur zwischen rein. Das heißt, der hier kommt in den Empfänger und der Fahrregler kommt hier hin. Ist auch beschriftet, welche Seite wohin. Das heißt, es wird erstmal nur dazwischen gesteckt und macht im Endeffekt nicht viel anderes wie das, was die Platine von dem Huina standardmäßig eben auch macht. Das heißt, sie wertet ein Signal aus, wenn ein Taster gedrückt wird. So, jetzt haben wir hier eine kleine Klemme dran. Hier mit drei Anschlüssen. Und zwar ein gemeinsames Minus. Endlage 1, Endlage 2. Das heißt, ich gehe hier sozusagen, für uns Laien gesprochen, es ist nicht so, vielleicht auch doch, was weiß ich habe von Elektronik nicht so viel Ahnung. Es reicht für das, dass das hier funktioniert. Das heißt, hier gehe ich auf einen Schalter, der momentan offen ist, Taster, wie auch immer, und gehe mit dem Minus zu zwei Schaltern. Also einmal Schalter 1, Schalter 2. Das Minus teilen sie sich, das nehme ich hier doppelt. Je Schalter drücke ich den Taster, schließt sich der Kreislauf und dieses Add-on erkennt, ach, da ist was gedrückt und lässt jetzt den Motor nur noch in die andere Richtung laufen. Ja? Das heißt, er macht es nicht wie bei mir eben mechanisch mit einer Diode, mit der Sperrdiode, sondern hier funktioniert das Ganze über diese Platine. Hier ist ein Mikrocontroller drauf, der das Signal auswertet und der sagt dem Fahrregler, beziehungsweise der gibt dem Fahrregler nur noch ein Signal, dass er eben rückwärts fahren darf, nicht mehr vorwärts weiterfahren darf, denn wir haben einen Endschalter erreicht. So, das funktioniert wie gesagt mit einem Add-on in beide Richtungen, oben, unten, vorne, hinten, wie auch immer. Ja, kann also da die zwei Richtungen schalten und so wird es normalerweise angeschlossen. Jetzt haben wir hier aber das Problem, dass ich ja hier ein Minus habe und ein Plus für den ersten Schalter und ein Minus und ein Plus für den zweiten. Also sprich zwei Leitungen sozusagen zu dem Schalter hin und wieder zurück. Und wenn ich drücke, dann schließt sich der Kreislauf, das erkennt das Gerät. Ich hoffe, das habe ich jetzt irgendwie so hingebracht. Wie gesagt, hier in der Anleitung, ich blende es nochmal ein, ist das Gleiche nochmal erklärt. Das heißt, ich habe hier Minus geht zu dem Schalter und Endlage 1 geht auch zu dem Schalter und drücke ich diesen, erkennt er das und lässt meinen Fahrregler nur noch in die andere Richtung laufen. Ja? So, Strom kriegt er übrigens direkt vom Empfänger, 4,8 bis 6 Volt. So, Endlagen sind Schließer, das heißt, sie schließen den Kreislauf. Ist auch ganz wichtig. Warum? Dazu kommen wir jetzt. Jetzt haben wir hier die Endabschalter im Endeffekt von dem Huina-Bagger. Das ist jetzt der V4, das heißt, der hat schon die elektronischen Endabschalter oder sprich magnetischen. Bedeutet, wir haben auf der einen Seite hier dieses Bauteil, ist übrigens ein Hall-Sensor. Könnt ihr mal googeln, Hall-Sensor nennt sich das Teil. Der ist ganz mikroskopisch klein auf dieser Platine drauf. Das ist hier vorne. Der hat hier noch ein paar Widerstände.
und Schaltungen mit drauf und schaltet im Endeffekt ein Signal, sobald hier ein Magnet vorgehalten wird. Alles schön und gut, dachte ich zuerst auch, dachte mir, ah, Popel einfach, ja, danke. Danke fürs Gespräch, das war es eigentlich nicht. Hat ein bisschen Nerven gekostet. Die Lösung ist jetzt wieder super einfach. Ich bin mir sicher, jetzt sitzen wieder alle drin. War ja klar, gell? Ja, ja. Kenne ich von jedem meiner Bausätze und von jedem meiner Videos. Am Ende sind wir alle schlauer. Ich eben auch. Heißt, irgendwo habe ich halt die Lösung mir erstmal jetzt zusammensuchen müssen. Habe relativ viel probiert, habe auch viel durchgemossen und habe jetzt im Endeffekt eine Lösung gefunden. Und hier habe ich jetzt mal einen Endabschalter eingebaut. Hier hängt mein Motor an meinem Fahrregler und diese zwei sind jetzt hier angeschlossen an dem Endabschalter vom Stiel. Das machen wir einfach mal an. So, sollte funktionieren, hoffe ich. Wir werden es gleich sehen. Der hat irgendwie nicht gepiept. Also, hier muss ich einmal drücken. Am Anfang, wenn ich den einbaue, dass der einen Nullpunkt hat von meiner Fernbedienung. Ah, habe ich nur ignoriert, scheinbar. Also, wir können den Motor in beide Richtungen drehen. Funktioniert alles. Und jetzt da gehe ich mal mit dem Magneten hier an den Sensor hin. Und ihr seht, er leuchtet sofort grün. Und jetzt kann ich nur noch rückwärts drehen. Also, wenn ich in die eine Richtung will. Moment. So, jetzt da. Wenn ich in die Richtung gehe, löst er aus. Wenn ich in die andere Richtung drehe, geht er. Das gleiche funktioniert unten auch. Das heißt, wenn ich hier... Wo ist er denn, der Magnet? Da. Löst er aus, aber in die andere Richtung kann ich wieder zurückfahren. Da sperrt er. Wenn er sperrt, leuchtet es immer. Wunderbar. Also, das funktioniert jetzt mal. Wie gesagt, an sich ist die Lösung jetzt kein Hexenwerk. Das Problem war einfach... Ich wollte weder das Bauteil hier kaputt machen, noch hier kaputt machen. Und diese Hallsensoren, ihr habt es gerade vorhin schon gesehen, die haben drei Anschlüsse. So, hier habe ich nur zwei. Das heißt, ich habe hier die Anschlüsse Ground, sprich Minus. VCC ist die Stromversorgung und ich habe ein Out. Und dieses Out-Kabel ist im Endeffekt das Digitalsignal, das die Platine vom Huina verarbeitet. Was ich aber ja hier jetzt nicht habe oder nicht brauche. Ja, wenn ich das Ganze mit zum Beispiel einem Arduino oder einem Raspberry Pi auslesen würde, dann könnte ich hier natürlich anders arbeiten, denn der könnte dieses Out, dieses digitale Out-Signal wieder ganz anders verarbeiten. Ja, das macht der hier nicht. Der hier will ja eigentlich nur wissen, offen oder geschlossen. Geschlossen heißt, der Endabschalter hat ausgelöst, ich lasse den Motor nur noch in die andere Richtung drehen. Offen heißt, alles okay, du kannst in beide Richtungen fahren. Haben wir also hier nicht. Deswegen habe ich es jetzt hier anders anstecken müssen, aber es funktioniert. Das ist das Tolle. Das ist schon mal die gute Nachricht. So, wie stecken wir das Ganze an? Wir nehmen das Minus, das wir haben, wieder für beide Optokoppler. Optokoppler, völliger Quatsch, für beide Hallsensoren. Also, das Minus geht auf die beiden Ground, also sprich die beiden schwarzen von dem Hallsensor. Dann ist es so, dann haben wir noch jeweils ein weißes und ein rotes Kabel und dieses geht weiß und rot zusammen von dem ersten in Endlage 1 und weiß und rot vom zweiten in Endlage 2. Welcher ist, müsst ihr übrigens ausprobieren. Soweit bin ich noch nicht. Wie ihr seht, ist das noch alles sehr theoretisch und sehr auseinandergenommen hier. Das werde ich dann testen, wenn ich das Ganze einbaue. Das Gute, dieses Modul wird ja nicht im Arm verbaut, sondern dieses Modul kommt mit in den Bagger, wo auch die Fahrregler und alles eingebaut werden. Und da habe ich natürlich den Platz und vor allem da kann ich dann auch das probieren. Das heißt, ich muss nicht jedes Mal den ganzen Arm auseinanderbauen, sondern das kann ich eigentlich geschlossen zusammenbauen. Die Kabel ziehe ich ja alle runter und kann dann alles im Bagger selber einstellen und so machen, wie ich das brauche. Jetzt habe ich dann angefangen, ihr seht, ich habe schon ganz viele Zettel hier hingehängt, was ich ja beim Zerlegen nicht gemacht habe, denn ich wollte wissen, wie wir es schaffen, dass wir die Platinen beibehalten. Jetzt ist es so, dass hier die Platinen
teilweise manche Ströme verbinden, die wir aber nicht zusammen brauchen, beziehungsweise welche verbinden, die wir zusammen brauchen oder einzeln lassen. Ja? Wie erkläre ich euch das? Moment, wir malen das mal auf. Also, die einfachste Variante ist jetzt für euch. Machen wir es doch so. Das heißt, wir haben ja immer zwei Koppler. Das heißt, zwei Koppler, zwei Hallsensoren. Ich mache mal hier Sensor 1. 1 und Sensor 2. Ja? Die haben hier einmal Rot und Weiß. Die kommen zusammen. Die machen wir bei beiden entsprechend zusammen. So, also daraus wird ein Kabel gemacht und dann haben wir hier ein Minus. Diese zwei Kabel brauchen wir. Das heißt, wir haben im Endeffekt für vorne, machen wir jetzt mal den vordersten Punkt, brauche ich drei Kabel. Das heißt, ich brauche einmal Rot und Weiß Nummer 1, Rot und Weiß Nummer 2 und einmal Minus. Ja, weil den kann ich hier zusammenführen. So geht das Ganze jetzt einmal bis zum Bagger durch. Bagger. Und hier habe ich dann mein Endlagen-Add-on. So. Und hier habe ich im Endeffekt einmal das Minus. Endlage 1. Das ist dieser hier und Endlage 2. Das ist dieser hier und das Minus, das ich durchschleife. Das ist das Einfachste und das kann im Endeffekt jeder von euch machen. Das heißt, ich nehme hier die Stecker raus und schneide die hier ab, die Stecker. Löte jetzt die beiden Minuskabel einmal zusammen und die beiden einmal weiß und rot zusammen und hier einmal weiß und rot zusammen, dann habe ich genau diese Konstellation. Und dann ist es so, dann muss man natürlich gucken, ich kann jetzt einfach ein Kabel nach vorne mit durchziehen, neue Kabel legen oder ich verwende die hier, die da sind. Das heißt, ich stecke die jetzt, wir machen hier diese einfache Variante, bleiben wir mal dabei. Das heißt, wir haben hier Nummer 1, hier Nummer 2. Und jetzt ist es hier so, auf der Platine, ein Stecker ist für die Motoren und diesen Zusatzanschluss. Und der muss natürlich bleiben. Und der andere Stecker ist für die Endabschalter. In diesem Fall ist es so, dass wir, ich muss gerade gucken, der linke, der gelbe, ist für die Motoren und den Zusatzanschluss. Das heißt, der gelbe muss auf jeden Fall hier drin bleiben. Und ich zeige euch das, wie ihr das einmal erkennen könnt. Das heißt, wir haben ja hier den gelben. Und wenn ihr die Platine umdreht, ich drehe es mal so rum, dann sieht man es am besten. Hier ist gelb. Und jetzt sehe ich, hier gehen die Leitungen einmal auf den Zusatzanschluss und die anderen zwei Leitungen gehen auf den ersten Sockel, diesen kleinen Zweier. Und der kleine Zweier ist, welch Wunder, der Anschluss von meinem Schaufelmotor. Also, der gelbe muss bleiben. Jetzt kann ich aber sagen, okay, ich nehme mir hier die Kabel, die ich brauche, von dem Stecker einfach weg. Hier bräuchte ich nur drei, das heißt, ich könnte das grüne Kabel einfach mal ignorieren. Und schneide die hier ab, löte die hier direkt dran. Und habe dann zumindest das Ganze schon mal im Arm. Ja, das heißt, ich weiß, das, was von hier kommt, von diesem Stecker, das sind meine drei Adern von den vorderen Endabschaltern. Das Ganze ziehen wir jetzt hier noch einmal weiter durch. Das heißt, hier habe ich die Motoren und die Endabschalter. Hier sind übrigens bei mir zumindest in der Version 4 die Farben gleich. Vorne wie hinten, schwarz und schwarz ist schwarz. Und gelb ist gelb. Wenn ihr euch nicht sicher seid, könnt ihr das natürlich auch einmal kurz durchmessen.
Mit dem Multimeter einmal kurz anhalten, ob das, was da reingeht, hier rauskommt oder hier. Die Farben wechseln übrigens häufiger, habe ich festgestellt. Also es ist nicht so, dass wenn ich mit einem grünen Kabel anfange, dann kommt es in die erste Platine, geht in die zweite Platine, dann kommt hier unten kein grünes Kabel raus. Verabschiedet euch von diesem Gedanken, das ist garantiert nie so. Also, das heißt, jetzt haben wir die ersten zwei Endabschalter hier auf die drei Kabel und hier passiert im Endeffekt genau das Gleiche. Das heißt, hier muss ich einfach schauen, welche Kabel brauche ich noch. Die wichtigen sind natürlich die für die Motoren. In meinem Fall, ich muss gerade gucken, die Motoren, oh Gott, also ich habe hier Schaufelmotor, Stielmotor, Strom und Zusatzanschluss. Also der rote und der grüne sind meine zwei Anschlüsse, die ich nicht verändern darf. Also einmal der rote und der grüne. Der grüne und der blaue. Der blaue ist Schaufelmotor. Ich sage es euch einmal kurz. Wie gesagt, keine Garantie, dass das bei euch genauso ist. Schaufelmotor, rot und schwarz. Stielmotor, grün und weiß. Und beim grünen Stecker habe ich hier einmal rot-schwarz ist der Strom für die Lampen. Und weiß und grün ist der Zusatzanschluss, der bis vorne durchgeht. Welche ich jetzt in Anführungszeichen übrig habe, ist jetzt hier noch der weiße und der rote. Die gehen bis runter und die wären ja jetzt frei. Jetzt schauen wir gerade mal. Grün und blau sind hier aufgelegt. Das heißt, diese zwei müssen bleiben. Und jetzt haben wir den Punkt, dass ich sagen muss, okay, was mache ich? Ich komme von vorne, das ist jetzt hier, ich sage jetzt einmal für die Schaufel, habe ich drei Kabel. Das gleiche habe ich aber nochmal für den Stiel. Drei Kabel, also auch wieder Minus. Endlage 1 und Endlage 2. Und weil die Endabschalter vom Arm im Arm sind und nicht im Bagger selber, habe ich jetzt hier auch nochmal Arm, drei Kabel und zwar auch wieder Minus, Endlage 1, Endlage 2. So, macht summa summarum 9 Kabel, die ich von ganz vorne beziehungsweise vom Arm in den Bagger bringen muss. Jetzt haben wir diese zwei Stecker hier frei. Den weißen und den roten. Sind aber nur 8. Das ist natürlich ein bisschen doof. Das heißt, wenn ihr euch unsicher seid, könnt ihr auch hier einfach sagen, ja, dann schmeiße ich einfach nochmal ein Kabel mit rein. Das ist natürlich überhaupt kein Problem. Müsst ihr halt ein Kabel dazulegen. Ihr könnt aber in einem Fall das Minus von einem zum anderen mitnehmen. Das heißt, ich kann sagen, ich nehme jetzt hier das Minuskabel zum Beispiel von Stiel und Arm, fasse ich zusammen in einem Kabel und spare mir somit 1. Dann habe ich genug Kabel, um alles einmal komplett durchzuschleifen. Ich hoffe, das war soweit erstmal grundverständlich, wie wir das Ganze anschließen. Das heißt, das sind die Kabel von den Motoren. Die lassen wir völlig unangetastet. Die gehen ja entsprechend zu den Fahrreglern. Dann haben wir hier die Anschlüsse. Das ist das, was im Arm verbaut ist. Dann kommt hier das, was vorne im Stiel verbaut ist. Der ist wieder frei. So, und dann kommt der gelbe. Das sind die Motoren. Der kommt hier rein. Und das bleibt so. Also die Platine kommt im Endeffekt so wieder rein. Bis auf diese zwei. Die werden noch eingesteckt. Das ist das Licht. Und der rote kleine hier. Das ist der Motor, der den Stiel nachher bewegt. Ansonsten ist diese Belegung so, hier kommen
Die Signale, hier gehen die Signale weiter für Zusatzanschluss und Schaufelmotor. Und hier gehen alle vier, sprich Zusatzanschluss, Schaufelmotor, Stielmotor. Hier gehen alle wieder zurück, plus Strom ankommend. Ja? Das heißt, wenn ihr dies hier, das hier so lasst und das hier so lasst, ich zeige es mal ein bisschen näher in die Kamera, dann funktionieren die Motoren. Und alle anderen Kabel, die wir hier haben, also sprich diese schwarze hier und die vier Kabel, die hier runterlaufen, in weiß und rot, die sind jetzt frei. Und die können wir jetzt so einfach zusammenlöten, dass am Ende wir die Endabschalter bzw. dieses Endlagen-Add-on einbauen können. Das ist die einfache Lösung. Punkt. Ich möchte es ein bisschen anders machen, das heißt, ich habe mich jetzt damit beschäftigt und habe geguckt, welche Kabel sind zusammengeschalten, welche nicht, welche kann ich verbinden, welche darf ich nicht verbinden und ich möchte es nämlich steckbar lassen. Wenn ich nämlich das jetzt hier alles so zusammenlöte, dann habe ich mir natürlich die Möglichkeit genommen, das jemals wieder auseinanderzubauen. Denn ich löte einmal hier die Endabschalter an diese Platine hin. Das heißt, die Platine hier wird fest eingebaut bleiben müssen. Oder ich nehme mal das ganze Ding raus, denn ich löte das ja hier hin. So. Dann habe ich natürlich jetzt im Arm ganze vier Endabschalter. Warum vier? Ich habe zweimal oben die für den Stiel. Ich habe hier unten einen und auf dem Gegenstück habe ich ja den anderen, der den Arm begrenzt. Das heißt, ich habe hier alle vier und diese vier, wenn ich die hier anlöte, plus das Kabel, das hier kommt, dann ist das ein Bauteil. Und das heißt, ich kann diesen ganzen Kabelstrang von vorne bis hinten nicht mehr einfach auseinanderstecken und so zerlegen, wie ich es jetzt hatte. Ist das schlimm? Ich weiß es nicht. Aber ich denke mir, ich versuche gerne die Möglichkeiten, die mir hier gegeben sind, mit den Platinen so weit auszunutzen, wie es geht. Und ich möchte eigentlich auch keine neuen Stecker. Ich kann ja einfach neue Steckverbindungen schaffen. Das wäre jetzt nicht das Problem. Aber ich möchte eigentlich jetzt nicht mehr hier einbauen, weil es natürlich auch platztechnisch immer so eine Sache ist. So. Wie teste ich das alles? Ich möchte es euch jetzt einmal zeigen. Ich zeige euch das nur einmal ganz kurz. Wenn ihr so ein Multimeter habt, gibt es diese Einstellung hier. Da drücke ich einmal auf Funktion. Dann zeigt es mir diese Funktion hier oben an. Seht ihr das? Mit diesem Signal, wie auch immer. Schaut aus wie WLAN. Bedeutet im Endeffekt nichts anderes. Wenn ich einen geschlossenen Stromkreis habe, piept's. So, mehr macht er nicht. Und genau mehr will ich auch gar nicht. Das heißt, ich kann jetzt hier einfach mal durchtesten. Zum Beispiel habe ich hier jetzt angefangen und habe gesagt, ich schaue mir das jetzt an. Ich weiß, hier kommen vier Kabel raus, gehen vier Kabel rüber zu diesem Stecker. Den stecke ich mal kurz ein. So, hier kommen meine zwei Endabschalter hin. Und jetzt schaue ich einfach mal das rote Kabel hier. Wenn ich das auf rot gehe, habe ich ein Signal auf nein, nein, ja, nein, nein, ja. Also, dieses rote Kabel hier schließt zwei Punkte hier und zwar, stecken wir einmal kurz das hier ein, den ganz äußeren, das wäre der Minuspol. Das heißt, wenn ich auf hier bei dem schwarzen Stecker auf rot mein Minus auflege, kommt das Minus tatsächlich bei beiden Endabschaltern richtig bei Minus raus. Ja, deswegen habe ich übrigens gemeint, Farben heißen hier gar nichts. Also rot ist nicht Plus, schwarz ist nicht Minus. Hier allerdings schon, aber so. Schauen wir mal. Genau. So, das heißt, ich weiß jetzt, ich nehme mein rotes Kabel, schwarzer Stecker, rotes Kabel. Also machen wir hier erstens Schaufel, schwarzer Stecker, rotes Kabel,
ist gleich minus bei beiden, also GND, Ground übrigens, ja, bei beiden Endabschaltern. Dann schauen wir das nächste, das schwarze. Nein, so, da habe ich es jetzt in der Mitte. Das mittlere ist das weiße, das ist das Datenkabel. Das kommt beim ersten raus und nur beim ersten. Also, dann weiß ich hier, schwarz ist gleich Out 1. Dann kommt das weiße Kabel. Das kommt bei plus 1 raus und kommt bei plus 2 raus. Also gut. Weiß ist gleich VCC 1 und 2. Und dann haben wir noch das letzte. Okay. Da haben wir gedacht, das ist jetzt das Out. So, das ist grün, ist gleich Out 2. So, was brauche ich alles? Ich habe ja schon gesagt, Minus kann ich durchschleifen. Das heißt, das hier nehmen wir auf jeden Fall. Out 1 brauche ich auch. Das ist gleich Endlage 1 oder 2. Das weiß ich ja noch nicht, wie rum ich es drehen muss. Den hier brauche ich auch. Ist gleich Endlage 2. Ist gleich Minus, gell? Das ist jetzt vom Endlagen-Add-on. So, weiß, VCC 1 und 2 zusammen brauche ich nicht. Das heißt, hier weiß ich, das Weiße werde ich nicht verwenden. Das Weiße werden wir abbauen. So, das zwicken wir ab. Dann ist das tot. Das brauche ich vorne nicht. Und bringt mich dann auch nicht in irgendwelche Probleme, weil es hier nichts mehr verbindet miteinander. Genau. So, entsprechend kann ich jetzt weitergehen. Das heißt, wenn ich den jetzt hier einstecke, so, dann schaue ich mir genau auch wieder an, wo komme ich denn von hier unten raus. Das habe ich genauso gemacht. Also einfach Pin markiert. Das heißt, ich weiß ja jetzt, rot, schwarz, weiß, grün ist hier die Reihenfolge. Das heißt, ich markieren wir den hier. Schauen wir mal. Ich gehe jetzt hier zum Beispiel auf den ersten. So, da ist gar nichts dabei. Ne? Ja, kann ja nicht gehen. Ich kann ja nicht von weiß auf weiß, sondern ich bin ja jetzt hier doch von weiß auf weiß, rot, grün, das schwarze geht hier rein. Ach, kann nicht funktionieren, denn hier ist weiß ausgesteckt. Das heißt, hier stecke ich jetzt den weißen mal ein. Jetzt da. Ich dachte mir schon, ich bin hier kürre. So, der weiße muss natürlich hier oben auch eingesteckt sein. So, ah, jetzt merke ich, okay. Der schwarze Stecker von vorne kommt jetzt hier raus bei rot, bei dem weißen Stecker. Ist doch super. So, so gehe ich das alles einzeln durch und so kann ich herausfinden, welche sind die zusammengeschalteten. Ich gehe die übrigens alle durch. Also wenn ich jetzt sage, ich gehe jetzt hier drauf auf rot, dann gehe ich hier einmal komplett drüber. Da piepst er. Und kontrolliere auch alle anderen, ob ich irgendwo anders noch einen Kontakt kriege. Rotes Kabel ist Minus. Das heißt, müsste ich eigentlich unter Umständen irgendwo anders nochmal einen Kontakt kriegen. Schauen wir mal. Halt, nee, Moment, das war ja nicht das rote Kabel, das war das schwarze. Das rote ist hier das erste. Rotes Kabel ist Minus, das ist also hier der erste Pin von dem schwarzen Stecker. Wenn ich da drauf gehe, müsste ich eigentlich irgendwo anders beim Minus rauskommen.
gucken wir mal hier auf schwarz. So, meine Kamera hat mal wieder zwischendrin Zicken gemacht, deswegen, ich glaube, ich bin gerade stehen geblieben an der Suche nach dem Pin, den wir hier von vorne nach hinten mitnehmen. Ich habe ja hier aufgeschrieben, so. Machst du was? So. Ich habe ja hier aufgeschrieben, mein Minus ist das rote Kabel, das hier reinkommt. Das heißt, wenn ich das jetzt hier einstecken würde, ist es also hier auf dem schwarzen mein erster Pin. Und jetzt muss ich einfach nur schauen, roter Stecker oder weißer Stecker. Ich weiß es jetzt natürlich, dass der rote ist, beziehungsweise das Minus-Pin weiß ich noch nicht, wo ich das durchschleife. Aber er schafft. Wir schauen jetzt einfach mal, wo mein Minus rauskommt. Ah, da. Das kann eigentlich nicht sein. Was hab ich denn da gemacht? Das ist das Weiße. Hätte ich den Stecker falsch gemacht. Rotes Kabel Ground. So. Schauen wir mal. Ja, jetzt schauen wir einfach mal durch. Also, wenn ich den... Was mache ich denn jetzt hier so? Also, das Erste... Ah, okay. Das ist das Datenkabel vom Arm. Genau, das Zweite, das ist das Schwarze. Genau, das ist dann das Datenkabel vom... Auch vom Arm, das andere. Die sind schon relativ sinnvoll angeordnet. Jetzt bin ich hier auf dem Weißen. Ah, roter Stecker. Weiß war Minus, okay, habe ich hier sogar markiert. Das heißt, hier müsste ich jetzt bei allen, genau, Minus, 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 jawohl. Das heißt, ich habe jetzt alle Minus laufen hier in dem roten Stecker auf dem Weißen zusammen. Dann haben wir den Grünen und der Grüne ist jetzt wahrscheinlich, ja genau. So, der Grüne ist jetzt hier das Gegenstück zu dieser Plusleitung hier. Das heißt, ich weiß ja jetzt, bei den ersten NAP-Schaltern habe ich ja das Minuskabel, das beide betrifft, die zwei Datenkabel, die ich auch für meine Endlagen-Add-on brauche, und ein Kabel, das den Stromversorgung für diese Teile hier bereitgestellt hatte, das ich aber jetzt ja hier nicht mehr brauche und vor allem nicht mehr über ein und dieselbe Leitung schleifen kann. Denn wenn ich das hier nehmen würde, dann würde er nicht mehr wissen, welche Endlage er jetzt auslöst, weil ja alles in einem Kreislauf steckt. Das geht also nicht. Das heißt, den musste ich hier streichen. Nachdem ich das weiß, dass ich das vorne hatte, dieses zusammengelegte Plus im Endeffekt, diese Stromzufuhr, werde ich die ja auch hier haben. Das heißt, ich habe ja im Arm auch nochmal vier von diesen Endabschaltern oder von diesen Hallsensoren. Auch die haben ja ein gemeinsames Plus. Das heißt, die Chance, beziehungsweise es ist einfach so, es kommt ein Plus auf dieser Platine raus, das dann verteilt wird auf die vier Sensoren im Arm, plus nochmal eben eine Leitung, die dann weitergeht. Die haben wir schon gestrichen. Die Leitung, die hier ankommt, ist roter Stecker, grünes Kabel. Und wenn ihr das einmal testet, dann seid ihr da auch auf der sicheren Seite. Das heißt, roter Stecker, grünes Kabel. Und jetzt taste ich überall den Pluspol an, die Plusleitung. So, von allen Steckern. Also ich weiß ja, welche Plus ist. Ich habe ja hier genug Anschlüsse. Wollte ja bloß reinstecken, gucken, auf welcher Seite ist rot. Ja, ist jetzt von mir aus gesehen die unteren. Bei den vieren sind es immer die unteren Pins. Und dann weiß ich, das hier ist diese VCC-Leitung, auch die will ich nicht haben. Ja, das heißt, auch die wird lahmgelegt, hier und hier, genauso wie die weiße nach vorne weiter lahmgelegt wird. Dann haben wir das Problem weg, dass ich irgendwo hier komplett so ein Plus durchschleife. Das Problem ist weg, das habe ich dann nicht mehr. Ja? So, das ist jetzt erstmal die blanke Theorie gewesen. Ihr seid jetzt auch noch ein bisschen weiter weg, weil ich hier relativ viel natürlich liegen habe und aufgebaut habe.
Aber ich werde das Ganze ja umbauen bzw. einbauen. Möglichst ohne Löten bzw. nur mit sehr wenig Löten, denn ich werde nur hier diese Doppelverbindungen, die irgendwo sein müssen, an denen ich nicht drumherum komme, die werde ich unter Umständen dann gleich zusammenlöten. Aber das mache ich dann alles in Ruhe nacheinander. Da nehme ich euch dann wieder ein bisschen näher mit her, damit ihr genau seht, was löte ich wann wohin. Ich möchte nochmal betonen, das ist jetzt die Huina 580 Vollmetallbagger V4 Version mit den Platinen, mit diesen Steckern. Ich weiß es nicht, ob das bei allen anderen Versionen so sein wird. Ich weiß nicht, ob das bei allen anderen Herstellern und Importeuren so ist, wie, keine Ahnung, FM Electronics oder SID oder wie sie auch alle heißen mögen. Wenn ihr dort einen Bagger kauft, weiß ich, oder Amevi, ja, beinahe das Dreigestirn der Huina-Bagger vergessen. Wenn ihr da einen kauft, weiß ich natürlich nicht, ob die Stecker die gleichen sind, ob die Kabel die gleichen sind, ob die Farben die gleichen sind. Aber ihr müsst es dann halt einfach durchmessen oder ihr macht es wie in dem ersten Variante, dass ihr wirklich sagt, okay, ich stecke das hier aus, ich nehme mir einfach den hier, ich umgehe diese Platinen, weil das Problem sind nicht die Kabel, das Problem sind auch nicht die Stecker, das Problem sind die Platinen, denn auf den Platinen werden die Leitungen zusammengelegt oder eben getrennt bzw. anders verteilt und wenn ich das nicht weiß oder nicht rausmessen will oder kann, oder wie auch immer, dann muss ich halt einfach diese Platine umgehen. Denn ihr seht trotzdem, wenn ich hier ein grünes Kabel habe und hier unten kommt bei Schwarz ein grünes Kabel raus, dann läuft das hier durch, dann ist das auch okay. Dann brauche ich nicht so viel verstehen davon oder irgendwo durchmessen, wechselt sich die Farbe. Wenn ich jetzt sage, ich schließe jetzt, wir machen ein Beispiel, von dem Endabschalter hier, rot und weiß, schließe ich hier an grün an. Dann nehme ich hier mein grünes Kabel, wo ich ja weiß, da läuft tatsächlich eine Farbe durch, schneide das hier ab und nehme von einem freien Stecker, zum Beispiel von dem weißen hier, weißer Stecker, nehme ich hier das grüne Kabel und löte das wieder zusammen. Dann weiß ich, was hier unten rauskommt. Denn hier unten dieses grüne Kabel am weißen Stecker, wenn ich das abschneide, ist das, das ich hier oben angesteckt habe. Und das kann ich dann unten in mein Modul einschrauben, ohne dass ich irgendwelche Probleme habe. Ja? Wie gesagt, das Einzige, was wir machen müssen, ist das Minus zusammenlegen, denn sonst reichen die Kabel nicht. Also wenn ihr sagt, nein, ich möchte wirklich je Endlagen-Add-on und je Endabschalter-Pärchen mein Minus dadurch schleifen, dann fehlt euch ein Kabel. Dann braucht ihr nämlich 9 und ihr habt hier nur 8. Das heißt, ihr müsst nochmal ein Kabel irgendwo mit dazu bauen. Ja? Aber ansonsten auch das sollte natürlich jetzt nicht unter Umständen das größte Problem sein, ist alles machbar. Und wie gesagt, ich schuster das jetzt mal alles zusammen, damit wir den Arm zusammenbauen können und am Ende ein ganzer Kabelbuschel rauskommt, den wir dann nur noch entsprechend anschließen müssen, damit es funktioniert. Ja? Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Es bleibt auf jeden Fall spannend und ich werde euch natürlich diese Endlagen-Add-ons verlinken. Ich verlinke euch natürlich auch nochmal die Fahrregler, die ich immer benutze und den ganzen anderen Kruscht, der hier überall rumliegt. Findet ihr alles in der Videobeschreibung weiter unten. Ja? Dann freue ich mich und sage bis bald. Ja, als kleine Zwischenarbeit natürlich mal wieder irgendwelche Sachen zusammenbauen, die lackiert waren. Bei der Lackierung muss einfach alles weg und irgendwann muss das ganze Zeug natürlich auch wieder zusammengebaut werden. Das heißt jetzt hier in dem Fall den Verschluss von der Batteriehaube und den Auspuff ran und die beiden LED-Scheinwerfer natürlich auch wieder montieren.
Hallo und herzlich willkommen hier bei mir bei der RC Bruder Baustelle. Und ihr seht, ich habe ein bisschen was vorbereitet, denn wie versprochen geht es jetzt nochmal um die Verkabelung von den Endabschaltern. Wirklich nur von den Endabschaltern, die anderen Anschlüsse erwähne ich nur mal am Rand. Ein bisschen was habt ihr im letzten Video ja schon mitbekommen, dass also auch hier die Farben wechseln und dass ich jetzt gucken muss, dass ich die so versorge, dass die mit diesem Endlagen-Add-on zusammenarbeiten können. Und ich habe das Ganze mal rausgemessen, aber ich zeige euch einmal, wie ich das gemacht habe, relativ kurz, und erkläre dann, welches Kabel mal von vorne nach hinten läuft, damit ihr wisst, was ich wo anstecke nachher. Ja. Und zwar habe ich einfach mal ganz vorne hier angefangen und ich habe hier das Multimeter und da stelle ich ein auf dieses Symbol hier oben. Ihr seht, das schaut aus wie dieses WLAN-Symbol. Und das bedeutet eigentlich nur, dass ich einen Stromkreis prüfen kann, ob der eine Verbindung zueinander hat, und dann piepst. Ich würde auf jeden Fall welche mit Ton nehmen übrigens, wenn ihr einen Multimeter anschaffen wollt. Ich kann euch auch das mal verlinken. Mit dem bin ich absolut zufrieden. Ist ein digitales, ist ein automatisches vor allem. Das heißt, ich stelle ein, auch gerade bei Ampere bzw. bei Volt und bei Volt den Wechselstrom oder Gleichstrom, und dann brauche ich nichts anderes mehr einstellen. Das macht er alles automatisch. So viel dazu. Ich habe jetzt hier mal mir angeschaut, wir haben hier einen schwarzen Stecker. Der gelbe Stecker, der hier kommt oder der hier weggeht, ist hier vorne, wir sind im Stiel. Der gelbe Stecker hier, der ist für den Motor und den Zusatzanschluss, den können wir ignorieren. Es geht uns heute um den schwarzen Stecker. Der schwarze Stecker ist der, der hier mit vier Kabeln dann zum Arm weitergeht. Und der schwarze Stecker hat vier Kabel und verteilt jetzt hier auf den roten und den weißen mit je drei Pins den Strom bzw. die Signale zu den beiden Endabschaltern. Und jetzt habe ich mir das Ganze so rausgemossen, dass ich gesagt habe, okay, wo geht denn das rote Kabel hin? Und fahre hier einmal durch. Okay, der geht auf das schwarze vom roten Stecker und er geht auf das schwarze vom weißen Stecker. Also habe ich mir aufgeschrieben, hier rot, schwarz bei beiden. Hier muss ich ja nachher eh eine Minusleitung anstecken. Das heißt, für mich ist jetzt hier ganz klar, das rote Kabel vom schwarzen Stecker wird später mal meine gemeinsame Minusleitung, die ich hier nach vorne ziehe. Dann haben wir das schwarze Kabel. Das ist das weiße beim roten Stecker. Wir haben ein weißes Kabel. Und das piepst jetzt bei beiden rot. Und das ist das, was ich im letzten Video schon gesagt habe. Ich weiß, wie die Versorgung funktioniert hat vorher. Das heißt, vorher war es so, es ist ein gemeinsames Pluskabel zu allen Endabschaltern gelaufen. Es ist ein gemeinsames Minus zu allen Endabschaltern gelaufen. Und dann ist ein separates Kabel zu jedem einzelnen Endabschalter, der das ausgewertet hat, gelaufen. Die Einzelkabel brauche ich. Ich brauche das gemeinsame Minus, das gemeinsame Plus kann ich absolut nicht gebrauchen hier. Das heißt, hier weiß ich jetzt, das weiße Kabel versorgt in dem Fall beide Endablagen mit Plus. Und deswegen habe ich mir hier aufgeschrieben, weiß ist das rote Kabel von meinen Endabschaltern und das muss ich durchschneiden. Das mache ich auch. Ich mache es nicht direkt am Stecker, denn wenn ich das jetzt direkt hier unten kappe, dann habe ich es für immer. Dann kann ich nämlich nie wieder anlöten, wenn ich es doch mal wieder brauchen würde. Das heißt, ich gehe hier einfach ein paar Zentimeter weg und schneide das hier durch. Jetzt habe ich sichergestellt, dass ich keine gemeinsame Plusleitung auf diesen vorderen Steckern mehr habe. Also, und so habe ich es mir da auch aufgeschrieben. Ist natürlich hochprofessionell. Ich blende euch das auch irgendwo ein, wenn es geht. Dann seht ihr das in etwas größer. Hochprofessionell habe ich das aufgeschrieben. Schwarzer Stecker, grünes Kabel geht zum Endlagenschalter, weißes Kabel. Und Endlage 1 ist der mit dem weißen Stecker. Ja, so habe ich mir das aufgeschrieben. Und was ich jetzt machen muss, ist das, ich muss jetzt bei jedem Endlagenschalter noch das rote und das weiße Kabel zusammenlöten. Das muss ich jetzt bei jedem Endlagenstecker noch machen. Und ich schaue mir das mal an. Wie machen wir das? Löte ich das da unten? Das ist jetzt, unten ist es leider Gottes wahnsinnig zugeklebt. Deswegen bin ich am Überlegen, ob ich nicht einfach hier kappe
und dann beides zusammen neu anlöte. Ich glaube, das mache ich auch. Also das Schwarze bleibt dran, unverändert. Und schauen wir mal, dritte Hand. Und dann kappen wir das jetzt hier einfach mal. Rot und Weiß. Ich mache das jetzt einmal für euch im Video und nachher mache ich das alles in, ganz schnell für mich selber. Also das Rote, das zum Stecker geht, brauche ich nicht mehr. Das ist ja tot. Das ist ja sozusagen das gleiche, das Gegenstück zu dem Weißen vom schwarzen Stecker, das dann nach unten geht. Und die zwei brauche ich. Also wir schließen jetzt Rot an Weiß mit an. Und kriegen dann eine Plus-Signalleitung sozusagen. Also eine Leitung, die beide Funktionen erfüllt. Die einmal den Steuerstrom für den Hallsensor schickt. Und gleichzeitig auch die Datenleitung, sprich das, die Auswertleitung, bereitstellt für das Endlagen-Add-on. Jawohl, das war's auch schon. Ich glaube, ihr hört mich. Das Ding läuft jetzt noch ein bisschen nach. Ich versuche ein bisschen lauter zu reden. Also wir haben jetzt hier vom ersten Stecker, nämlich vom roten, das rote Kabel gekappt und an das weiße mit angelötet. Das gleiche machen wir hier unten auch nochmal. Ihr seht, hier ist natürlich fantastisch. Hier hat sich der Lötpunkt gelöst durch mein ganzes Rumgerottel und rumprobiere schon. Macht aber jetzt in dem Fall nichts. Komm, den löten wir jetzt auch gleich an. Moment, ich brauche ja... Ach, da brauche ich ihn ja. Das heißt, hier muss ich den jetzt freikratzen. Die sind übrigens beschriftet, die Platinen. Deswegen. Ja, dann mache ich nachher sauber, löte das unten auch nochmal an. Das ist leider so, wenn man halt da so viel umeinander rum. Muss ich mit leben. Ja, also, dann würde ich sagen, schauen wir einfach mal kurz weiter. Jetzt weiß ich ja, wo welche Leitung hingeht. Das heißt, ich habe vom schwarzen Stecker. Der ist Gott sei Dank hier unten dann auch schwarz. Habe ich grün, ist die Datenleitung zu dem weißen. Ich habe hier den das schwarze Kabel, ist für den roten Stecker die Datenleitung. Das, was wir gerade gelötet haben im Endeffekt. Dann habe ich hier die rote Leitung. Die wird nachher, rot wird nachher zu schwarz für alle beiden Stecker. Und weiß haben wir durchgeschnitten. Ja, den brauchen wir nicht, das war die gemeinsame Plusleitung. Gehen wir mal hier runter. Ich habe das Ganze hier nochmal übernommen. Ich mache mal das hier rein. So. Und ich habe das Ganze mal hier übernommen. Das heißt, hier habe ich das von dem Viererstecker, wo wir jetzt gerade hatten. Grün ist Anschluss 1, rot ist das Minus und schwarz, das schwarze Kabel ist das, die Endlage Nummer 2. Und jetzt habe ich hier den schwarzen Stecker und kann das hier trennen. Ich schneide das gerade mal auf. Der schwarze Stecker. Und hier werde ich auch weiß durchschneiden mit etwas Entfernung. Zack. Dann bin ich hier auf der sicheren Seite. Hier kommt nichts mehr durch. Ich schließe den unten nicht an. Das heißt, ich brauche jetzt den nicht isolieren, denn ich mache ja dann auch im letzten Punkt im Modell nichts an dieses Kabel hin. Die Platine ist ja nicht mehr drin. Jetzt kann ich mir hier durchschauen, was passiert hier weiter. Das heißt, ich habe ja, weiß ja, ich habe hier nochmal die Endabschalter für vorne und ich habe hier die Endabschalter für den Arm. Und da funktioniert es im Endeffekt ganz genauso. Das heißt, hier weiß ich ja, schauen wir mal. So, hier weiß ich zum Beispiel, ich habe die Endlagen 3 und 4 für den Stiel
Und die weiß ich, habe ich rausgemossen, gehen auf den weißen Stecker. Das heißt, ich habe jetzt hier auch wieder weißer Stecker und rotes Kabel und habe jetzt geguckt, wo geht das hin. In dem Fall geht es hier zu keinem der Endlagen, die im Arm sind, sondern es geht zu der Endlage am schwarzen Stecker. Schwarzer Stecker, schwarzes Kabel, weiß ich, weißer Stecker rot, wird das schwarze Kabel hier. Verständlich? Also, wir wechseln hier öfters die Farben. Das heißt, wir gehen hier das grüne Kabel, das vom Stiel von vorne kommt, also vom Schaufel, Endlagen, Add-on, wird das schwarze Kabel am weißen Stecker. So, und der weiße Stecker geht ja hier nach unten. Ich sage euch nochmal die anderen, die nicht interessant sind. Also wir haben hier nur weiß und rot am Arm selber, die hier zuständig sind. Wir haben hier blau und grün. Der grüne ist hier Zusatzscheinwerfer, Stromversorgung für die Lampen und den Zusatzanschluss für vorne. Und wir haben Stielmotor und wir haben den Schaufelmotor. Das sind die blau und grün auf der Platine. Die ignoriere ich also komplett in diesem Video. Nachher brauchen wir sie, aber jetzt kann ich sie ignorieren. Und wir haben einen roten und einen weißen Stecker. Und wie gesagt, hier schaue ich genau das gleiche nochmal. Und beim weißen Stecker ist es so, der weiße Stecker verteilt jetzt hier auf die Platine. Das rote Kabel, das unten im Bagger startet und hier auf der Platine landet, läuft durch die Platine durch und wird weitergeschleift bis hier vorne hin auf das schwarze Kabel. Dann habe ich hier ein schwarzes Kabel beim weißen Stecker. Das schwarze Kabel läuft hier und wird zum grünen Kabel beim schwarzen Stecker. Also, zur Seite. Schwarzes Kabel wird das grüne Kabel am schwarzen Stecker und läuft also hier auch nach vorne. Das sind die zwei vorderen. Dann habe ich hier noch für den Stiel, also für die vorderen, die zwei. Das heißt, ein grünes und ein weißes. Das grüne wird die Datenleitung für die eine Endlage und das weiße für die andere. So. Das heißt, die hier sind schon versorgt. Mit dem weißen habe ich im Endeffekt viermal die Datenleitungen. Einmal die zwei von hier vorne und einmal die zwei vom im Arm vom Stiel. Das ist der weiße Stecker hier bei mir. Wie gesagt, ich blende euch das irgendwo ein, beziehungsweise ihr findet das mit Sicherheit dann auch irgendwo auf meiner Seite. Ich habe das hier alles aufgeschrieben. Ob das bei euch so ist, messt es einfach raus. Also wie gesagt, hier mit dem Multimeter kann ich hier ansetzen und kann sagen, so, jetzt da schaue ich hier, grünes Kabel, weißer Stecker, kommt natürlich hier grünes Kabel raus, passt. Und jetzt da, wo lande ich hier? Da bin ich jetzt weißer Stecker, weißes Kabel von der Endlage hier vorne. Ich bin hier immer nur mit denen nochmal drüber gegangen über alle anderen. Nicht, dass hier doch irgendwo was mal zusammengeschlossen wurde. Deswegen. Aber das ist jetzt hier nicht der Fall. Das zweite ist das rote Kabel. Und jetzt wissen wir, was fehlt uns noch. Es fehlen noch die Datenleitungen für die Endabschalter im Arm. Diese zwei hier. Das ist der orangene und, was haben wir da? Der gelbe. So ein gelber Dreier und der orangene Dreier. Das heißt, hier brauche ich jetzt zwei Kabel, die ich finden muss. Dann kommt irgendwo meine gemeinsame Minusleitung ja nach oben. Die Minusleitung, die verteilt wird auf alle Endlagen. Und ich habe irgendwo noch diese gemeinsame Plusleitung, die ich ja hier schon durchgeschnitten habe. Das heißt, hier war eine gemeinsame Plusleitung. Und diese gemeinsame Plusleitung, die auch hier auf der Platine verteilt, die muss ja auch irgendwo vom Bagger herkommen. Also vom Bagger, das Ganze ist der Bagger, aber von der Kabine her, beziehungsweise vom Motorraum her, muss natürlich irgendwo diese gemeinsame Plusleitung noch kommen. Und bei mir ist es so, das ist das grüne Kabel am roten Stecker. Und wie habe ich das erkannt? Ganz genau. Ich habe hier auf grün angelegt, als ich alle getestet habe, und habe festgestellt, ach, er piepst hier bei rot, er piepst hier bei rot und er piepst hier bei rot. Hier piepst er nicht mehr bei rot, weil hier habe ich es schon durchgeschnitten. Ja, also, diese Leitung ist hier die grüne und die werden wir kappen. Denn auch hier möchte ich auf Nummer sicher gehen, roter Stecker, grünes Kabel, roter Stecker, grünes Kabel, dann ist die Bombe entschärft. Da haben wir überhaupt keinen Stress mit.
Und die Thematik mit dieser Plusleitung ist schon mal gegessen. Das heißt, jetzt laufen wirklich hier die Kabel lang. Das heißt, ich habe für jede Endlage eine Datenleitung. Ich habe ein gemeinsames Minus, das ich wirklich von unten bis oben einmal durchschleife. Und wir verbinden jetzt alle Endlagen Plus und Datenleitungen. Das heißt, alle roten Kabel werden auf das weiße Kabel mit aufgeschaltet, damit das Ganze funktioniert. Das mache ich jetzt auch gleich in dem Zug. Das heißt, ich löte jetzt mal das ganze Zeug zusammen und richte mal die Elektronik her, die Fahrregler und die Endlagen-Add-ons, damit wir hier das nachher gemeinsam dann testen können. So geht es jetzt gleich weiter. Ja, jetzt im Endeffekt im Großen und Ganzen einmal diesen Schalter hier vorne noch reparieren und dann im ganzen Stiel und Arm die ganzen Leitungen einmal zusammenlegen. Und man sieht hier wieder, also neben den Fahrreglerlöten ist das natürlich hier eine Heidenarbeit. Also man verbringt tatsächlich viele, viele Stunden nur mit Löten beim Umbau. Und bis das alles dann drin sitzt und so funktioniert, wie es am Ende soll, dauert es einfach. Und deswegen das Ganze jetzt einmal in schnell.
dann muss das ganze Zeug natürlich auch irgendwo mal wieder in den Arm hinein. Das heißt, ich habe mich jetzt hier daran gemacht, die Kabel zu verstauen. Und der Motor wird auch gleich eingebaut. Denn wenn ich eh schon so weit bin, dann kann ich natürlich auch gleich schauen, dass das Ganze dann am Ende auch geschlossen bleiben kann, wenn es denn funktioniert, wie es soll. Von dem her schaue ich, dass gleich mal alle Kabel drin sind. Das wird dann schon funktionieren. Beim Arm natürlich genau das gleiche, das heißt, hier dauert es einfach, bis man alle Kabel und alle Stecker da drin hat und dran hat. Es ist wahnsinnig eng und man muss natürlich auch schauen, dass dann keine Kabel eingeklemmt werden am Ende und dass jeder Stecker an seinem Platz ist, jedes Kabel irgendwo so verlegt ist, dass die sich auch nicht in die Quere kommen. Vor allem, weil ja auch der Spindelmotor sich etwas hin und her bewegt, dann im späteren Betrieb. Das heißt, wenn jetzt da direkt die Kabel dahinter und drüber laufen, wäre das etwas suboptimal, denn irgendwann werden die vielleicht abgeknickt oder eingeklemmt oder es funktioniert einfach nicht mehr oder wir kriegen einen Kabelbruch rein. Das soll natürlich alles nicht der Fall sein. Das heißt, jetzt einfach schauen, dass die ganzen Kabel hier sauber irgendwo drin liegen und vor allem, dass wir am Ende die andere Schale auch wieder so drauf bekommen, wie sie war, mit allen Leitungen, mit allen Anschlüssen und eben keine Kabel hier einklemmen. Nachdem der Arm und der Stiel geschlossen sind, habe ich mir gedacht, warum sollen wir jetzt beim nächsten, beziehungsweise dann im Modell, wenn wir die Endlagen testen, wieder mit irgendwelchen Klemmen und Zeug arbeiten. Deswegen habe ich mich gleich dran gemacht und habe an alle Kabel die passenden Anschlüsse angelötet. Und das hier sind diese roten Stecker und die löte ich jetzt hier an die ganzen Motor- und Scheinwerferanschlüsse an. Müssten 4 Stück sein. Und die anderen Kabel, die zu den Endlagen gehen, die lasse ich momentan noch frei. Die brauchen wir noch einzeln, weil ja auf diesen Add-ons sind ja diese kleinen Klemmen drauf. Und da brauche ich keinen Stecker. Aber das sind die Kabel, die im Endeffekt jetzt zu den einzelnen Fahrreglern dann gehen. Und die Stromversorgung gewährleisten für die Motoren. Ja, und da mache ich jetzt gleich mal die ganzen Kabel hin.
Das gleiche passiert natürlich im Modell selber auch nochmal. Das heißt, wir haben hier einmal den Armmotor, der braucht ein Kabel dran. Wir haben hier, ich mache gleich die Verkabelung von der Rundumleuchte noch mit. Da musste wieder ein Stecker dran, denn ich habe den abgeschnitten, damit ich das da durchziehen konnte. Und da muss ein Stecker hin. Dann werden wir jetzt gleich noch den Stecker für den Drehantrieb machen, sowie für das Fahren. Das sind überall die gleichen Stecker. Dementsprechend geht es einmal um die Runde und dann haben wir später alle Kabel und alle Stecker schon mal angelötet, bis auf den einen Ausschalter. Das ist das Einzige, was im Großen und Ganzen noch fehlt. Und ansonsten sind aber alle Stecker schon mal dran. Das heißt, wir können hier tatsächlich die Fahrregler an jede Funktion direkt anstecken. Soweit, so gut. Ihr seht, ich habe das Ganze schon mal ein bisschen hier vorbereitet und ich habe ja gelötet wie ein armer Irrer, um das ganze Zeug hier in den Arm reinzubekommen, wie bei dem letzten Teil erwähnt. Und ja, die Kabel liegen soweit hier drin. Also es kommt hier vorne alles raus. Ich habe hier gleich mal die ganzen Stecker. Das sind hier die vier Anschlüsse für Zusatzanschluss, den vorderen Motor, also die vordere Spindel, die hintere Spindel und für die LED-Scheinwerfer, die hier drin verbaut sind. Das sind also diese vier Anschlüsse, die ich hier schon mal habe. Dann habe ich ja hier schon mal angelötet, einmal den Motor fürs Drehen, einmal den Motor für den Arm. Wir haben die Schalter für die Rundumleuchte und ich habe die zwei Stecker für das Fahrwerk, aber das interessiert uns jetzt momentan noch nicht. Jetzt habe ich hier dieses ganze Kabelbuschel, das noch rauskommt. Und zwar, das heißt, ich habe hier einmal zwei Kabel für den Endabschalterarm. Ich habe ein Kabel für das gemeinsame Minus. Hier hängt irgendwas. Ich habe ein grünes, das hier habe ich so ein bisschen umgebogen, abgeklebt, damit ich es nicht auszusehen mal irgendwo benutze. Dann haben wir hier Stiel. Also sprich, der Endabschalter, der dieses hier begrenzt. Und ich habe hier Schaufel A und wo ist Schaufel B? Ist das hier irgendwo mit reingemischelt worden? Da ist es.
So, und ich habe zwei für die Schaufel, also sprich für den hier vorne. Die habe ich jetzt auch schon montiert, allerdings weiß ich ja noch nicht, in welche Richtung, deswegen ist momentan kein Zylinder dran, sondern jetzt geht es ja momentan nur ums Testen. Und ja, ich habe es schon getestet, was auch völlig okay war, denn es hat sich ein bisschen was geändert. Erkläre ich euch gleich. Wir fangen vorne an, wir fangen mit dem Schaufel-Endabschalter an und das sind die Endlagen-Add-ons. Und ihr wisst, ich nehme mal den ersten hierher. Und jetzt brauche ich ja einen Fahrregler im Endeffekt für die Schaufelfunktion. Und normalerweise würde ich diesen ja hier einfach anklemmen und würde das Ganze hier auf die Schaufel legen. Nochmal Schaufel. Was haben wir hier? Zusatzanschluss, Stromlampe. Das ist immer der letzte, den man sucht. Schaufelmotor. So. So, würde das jetzt einstecken und jetzt würde im Endeffekt die Schaufel auf und zu gehen, allerdings noch ohne Endstopps. Das hier ist der BEC. Die Fahrregler haben keinen eingebauten BEC-Regler, was ich überhaupt nicht schlimm finde, denn so habe ich da ein bisschen mehr Kontrolle natürlich auch drüber, was ich hier für Leistungen anlege. Also, so wäre jetzt der normale Aufbau. Einfach ein Fahrregler, Motor, los geht's. Jetzt nehmen wir aber den Endschalter oder das Endlagen-Add-on. Ich sag's mal falsch. Also, wir einigen uns Endlagen-Add-on und die Endlagen bzw. die Endabschalter. Und den klemme ich jetzt wirklich eins zu eins einfach hier zwischen rein. Das ist beschriftet. Gelb oben, schwarz unten. Mitte ist Mitte. Und dann stecken wir das hier ein. Wird also wirklich eins zu eins einfach nur zwischen Fahrregler und Empfänger gesteckt. Und hier brauche ich ja jetzt meine drei Eingänge. Minus, Endlage 1 und Endlage 2. Also 1 und 2. Oben und unten, vorne und hinten, wie auch immer ihr das bezeichnen wollt. Das heißt, jetzt brauche ich hier meine Kabel von Schaufel A und B. Da war ich noch gut. Also hier habe ich mal das gemeinsame Minus. Und das schraube ich jetzt hier direkt auch mal an. Das Minus ist der obere. Dann haben wir zumindest das schon mal erledigt. Also einmal Minus. Minus für alle. Und dann haben wir hier Schaufel A. Ob A oder B und B und A, wie gesagt, das kann man ja dann drehen. Ich brauche es auch jetzt noch gar nicht einstellen, denn die Fernbedienung, die hier eigentlich zu diesem Bagger dann gehört, die ist noch nicht da. Deswegen habe ich auch noch nicht alle Funktionen. Ich brauche auch noch nichts programmieren. Das kann ich alles erst machen, wenn die Fernbedienung da ist, denn ich programmiere jetzt nicht alles auf die falsche Fernbedienung. Das ist... wäre jetzt unnötig. Das, zum Testen reicht es mir, aber wie gesagt, die Knüppelpositionen bzw. welcher Joystick für welche Funktion dann letzten Endes ist, das lassen wir mal alles offen. Also ihr seht, wir haben jetzt hier das Endlagen-Add-on dazwischen geschalten, zwischen den Fahrregler und den Empfänger. Der Empfänger versorgt ganz normal den Motor mit Strom und wir haben jetzt hier angeschlossen das Minus und die Endabschalter für Schaufel und für Schaufel, also die zwei, die bis hier vorne reinlaufen. Und dieses Teil hier habe ich schon mal angebaut, denn hier sitzen die Magnete drin, in diesem Arm. Und die Gegenstücke sitzen ja innen drin, die Sensoren, die jetzt erkennen im Endeffekt, kommt der hier oder hier hin. Machen wir gerade die Fernbedienung einmal an und dann hängen wir mal einen Akku hin. Regler piepst, der hier hat auch gepiepst, der hier hat noch eine Nullpunkterkennung, die man machen könnte. Brauchen wir aber, wenn wir nichts drücken, an sich eigentlich nicht. Ist bei einem Servo natürlich sehr sinnvoll, wenn ich sage, hier ist Ende oder hier ist Null, aber jetzt haben wir absolut einen Nullpunkt. Jetzt gucken wir mal, also das hier, ihr hört, er läuft und jetzt fahren wir einfach mal in eine Richtung. So. Ah, jetzt hat er ausgelöst. Ja. Und jetzt kann ich nur noch in die andere Richtung fahren. Und jetzt hat er wieder ausgelöst. Jetzt kann ich wieder zurückfahren. Und er löst wieder aus. Und ich kann nur noch in die andere Richtung fahren. Wenn ich dazwischen bin, kann ich natürlich in beide Richtungen fahren, wie ich da Lust und Laune habe. Ja. Aber ich kann natürlich sagen, so. Ich bin vorne, er fährt nicht weiter. Aber ich kann in die rückwärts fahren. So, okay.
Wunderbar. Also, bei der Schaufel funktioniert tadellos. Ich verlinke euch dieses Modul übrigens unten. Und das klappt. Nur noch mal für alle, je nachdem wann ihr das anschaut, das ist aktuell Wiener V4 mit den Hallsensoren vorne in Arm, in Stiel und hier unten. Zu dem unteren kommen wir nachher. Dann machen wir jetzt gleich den nächsten, das wäre der Stiel. Das heißt, ich brauche hier wieder einen Fahrregler. Der kommt jetzt hier, Stielmotor. Und wir brauchen wieder ein Endlagen-Add-on, das wir dazwischen schalten. Also ihr seht, simpler geht es eigentlich nicht. Ich schaue das gerade, was haben wir hier noch? Das ist der 1er. Wir legen den nämlich gleich auf die 1. Dann weiß ich, welcher es ist. Und dann brauche ich jetzt hier wieder Minus, Endlage, Endlage. Und jetzt habe ich aber Minus ja schon beim anderen angeschlossen. Macht gar nichts, denn Minus reicht einmal, denn Minus geht auf Akku-Minus in dem Fall. Zwar durch alles durch, aber schaltet auf Ground. Und von dem her reicht es, wenn ich jetzt hier vom Stiel 1 und 2 anstecke. Das hier ist Arm, das hier ist Stiel. Also Stiel wie Stiel, nicht wie die Kettensägenhersteller. So, ja, das sind die unteren zwei. Also Nummer 1. Und ja, eigentlich ist dieses Endlagen-Add-on dafür nicht gedacht. Gell? Also das ist, war ein Versuch, der glücklicherweise funktioniert hat. Also wir haben jetzt den Stiel dran. Immer wieder Saft. So, schauen wir mal. Also, jetzt läuft der hier. Und jetzt schauen wir einfach mal. Ihr seht ja, ich hoffe, ihr seht es. Und ich verdecke das nicht dauernd mit meinem Arm. Schauen wir mal. So, jetzt sind wir unten. Jetzt hört er auf. Kann ich wieder zurück. Kann nach oben. Hier, ich bin hier dagegen gekommen. Ne? Also nicht irritieren lassen. Ich habe den, der hier leuchtet natürlich auch. Wenn ich vorne noch bin. Also, jetzt bin ich oben. Kann wieder nach unten fahren. Kann wieder nach oben fahren. Einwandfrei. Also das funktioniert hervorragend. Ja, wie ihr seht. So. Alles freigeschalten. Ich kann alle Motoren in alle Richtungen fahren. Ganz normal, bis ich die Endlagen erreiche. So viel dazu. Das heißt, wir können jetzt wirklich hier vom Stiel und vom Arm, vom Stiel und von der Schaufel, die Hallsensoren nehmen, die verbaut sind. Ich habe mal auf die Ding drauf geguckt, auf die Baubezeichnung mit dem Mikroskop. Das sind SMD-Bauteile 6025 oder sowas, was da drauf steht. Ich finde kein Bauteil dazu, also ich finde keine Beschreibung, ich finde eigentlich gar nichts. Und ich bin eigentlich normalerweise relativ gut auch beim Googlen. Deswegen, ja, habe ich mal nichts gefunden. Etwas doof. Jetzt habe ich das Ganze ja schon mal angeschlossen mit allen drei Funktionen, denn ich wollte auch testen, ob ich hier mit meiner Lackierung auch durch den Magneten durchkomme und so weiter. Das war ja eigentlich meine ursprüngliche Sorge, dass ich durch die zusätzliche Grundierung und die zusätzliche Lackschicht jetzt unter Umständen so viel aufgebaut habe, dass ich das Signal hier blockiere von diesen Magneten. Funktioniert aber. Hier habe ich, sobald ich diese Endabschalter, und ich habe es ja ausgebaut, sobald ich die Endabschalter anstecke, habe ich sofort Kontakt. Und heißt, ganz egal, welchen ich davon anschließe und ganz egal, wie ich sie anschließe und ganz egal, was ich hier tue, wenn die dranhängen, habe ich sofort die Endlage erreicht. A und B parallel. Ja? Also dem Add-on ist es ja wurscht. Logisch macht es überhaupt keinen Sinn, aber diesem Add-on ist es natürlich völlig wurscht. Das heißt, wir haben beide Endanschläge ausgelöst, sobald ich die anstecke. Jetzt habe ich meinen Multimeter genommen und habe das Ganze nochmal durchgemessen und nochmal durchgemessen und habe gedacht, vielleicht habe ich irgendwo einen Kabelfehler oder habe wirklich was falsch gelötet oder kalte Lötstelle oder bin auf irgendwelche Kontakte gekommen. Nein, das ist nicht der Fall. Und dann habe ich mir auch diese kleinen Krümel hier mal angeschaut. Das ist dieses Bauteil hier. Ihr könnt es jetzt nicht lesen, ich kann es auch nicht lesen oder ich kann es mal probieren. Es ist ein anderes Bauteil. Ja, hier steht irgendwas mit 40YX oder sowas drauf. Und auch allgemein ist die Platine ein bisschen anders aufgebaut als die anderen zwei.
Ja, was tun? Also ich habe zuerst gedacht, ah, so ein Dreck, was mache ich? Ich weiß, dass es beim Schweizer, kann ich diese Platinen hier nachkaufen. Also falls ihr mal hier eine kaputt macht, übrigens, die könnt ihr nachkaufen. Das heißt, war meine erste Überlegung, kaufe ich nochmal von dem Arm oder vom Stiel einfach diese zwei Platinen nach und wurschtel die mir hier rein. Ja, A weiß ich nicht, würde es dann funktionieren? Müsste hier eine ausbauen, um das zu testen. Und B, kostet mich der ganze Spaß 7 € glaube ich, pro Platine, also pro Endabschalter, den ich nachbestellt, kostet momentan 7 € irgendwas, 7,50 oder so. Plus nochmal Versand von der Schweiz hierher, der absolut ein Schnäppchen ist. Ja? So, das heißt, nur alleine der Endabschalter für den Arm würde mich die 15 € plus Versand plus nochmal das Endlagen-Add-on, das mit 20 € glaube ich, oder sowas in dem Dreh. Das heißt dann 35 plus Versand, also irgendwas bei 40, 45 € nur für den unteren Anschlag hier liege. Nee. Habe ich einfach echt kein Interesse. Das ist so eine Sache, wo ich sage, wir brauchen hier schon dementsprechend viele Fahrregler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Fahrregler. Wir brauchen nochmal die Fernbedienung mit dazu, die mindestens 10 Kanäle frisst. Die mindestens 7 Kanäle frisst. Können natürlich auch weniger, aber sagen wir 10 Kanäle. Dann den ganzen Umbau etc. Ja, ist mir ehrlich gesagt zu viel und dann weiß ich noch nicht, wie ich es hier richtig reinbringe, denn die müssen ja auch feste da liegen, weil das ist ja permanent in Bewegung. Warum ist das so? Ich sag's euch auch nochmal ganz kurz, woher kommt das? Und zwar, das Endlagen-Add-on funktioniert so: Ich habe hier einen Schalter dazwischen und sei das jetzt eben, wie gesagt, hier unser Hallsensor, der mit Strom versorgt werden muss, damit der Taster überhaupt funktioniert oder dieser Schalter oder sei es einfach so ein Taster. Und im Endeffekt würde tatsächlich ein zweipoliger reichen. Das heißt, ich habe hier Strom, also Endlage plus und das Minus und dazwischen ein Taster und wenn ich den drücke und ich verbinde beide Pole, dann ist es ausgelöst. Ja, das heißt, ihr könnt hier tatsächlich auch einen wegschneiden, auf gut Deutsch. Ja, funktioniert übrigens auch, damit ich es nicht vergesse, die alten Huinas haben ja diese mechanischen mit den zwei Steckern und die müssten eigentlich genauso schalten. Müsste man mal probieren. Ich muss mal gucken, ob ihr noch welche habt, dann zeige ich es euch. Also, lange Rede, kurzer Sinn. So funktioniert das. Das heißt, ich schicke Strom rein und sobald ein Kontakt da ist, das heißt, wenn ich jetzt hier das schließe, kriegt er ein magnetisches Feld und sagt, der Schalter ist geschlossen, leitet den Strom durch, das Endlagen-Add-on reagiert. Das waren die vorderen. Diese hier sind so, und ich habe jetzt wirklich alle Varianten durchgemessen, die sind immer offen, das heißt, immer geschlossen. Das heißt, hier läuft immer Strom durch und erst wenn ich ein Magnetfeld hinbringe, unterbrechen die diesen Kontakt aber auch nicht vollständig. Also wenn ich hier wirklich mit den 7,4 Volt reinfahre oder auch nur mit den 5 oder 6 Volt, dann kommt immer noch so viel Reststrom raus, dass ich das messen kann. Also nicht mehr im Millivolt-Bereich, sondern wirklich statt 5 Volt habe ich dann noch 1, 2 Volt, die hier durchlaufen. Deswegen bin ich mir relativ sicher, dass nicht nur das Bauteil anders ist, sondern auch die verbauten Sicherungen hier und Widerstände hier einfach komplett anders sind. Deswegen, ich habe es so nicht hingebracht. Wie gesagt, ich habe alle möglichen Konstellationen probiert. Ich riskiere ja auch hier, dass ich irgendwie so ein Endlagen-Add-on beziehungsweise hier so ein Endabschalter komplett durchbrenne. Ist aber alles auch nicht passiert. Ich habe es einfach nicht geschafft, denn die Funktionsweise von diesen Hallsensoren ist genau gegenteilig von denen hier vorne. Und gegenteilig heißt, es funktioniert so mit unserem Endlagen-Add-on nicht. So, was macht ihr jetzt? Jetzt habt ihr natürlich das Problem. Beim Arm ist eigentlich der Endabschalter am wichtigsten, denn wir haben hier eine Schnecke drin. Wir haben zwar auch hier hinten eine Rutschkupplung, soweit ich weiß. Müsst ihr auch bei der V4, ich glaube, den haben wir gar nicht offen gehabt, müsst ihr auch eine Rutschkupplung drin sein zur Not. Ist aber beim Arm nicht wirklich das Beste, denn das ist wirklich der, wo am meisten Kräfte auch wirken. Deswegen, ich verbaue hier trotzdem ein Endlagen-Add-on. Jetzt nehmen wir uns einfach mal den Arm und schließen hier mal das Endlagen-Add-on dazwischen.
Das bleibt alles sich gleich. Und jetzt? Jetzt brauche ich solche Taster. Und zwar schließe ich an einem das Minus an, und zwar das Gemeinsame von beiden. Ich mache jetzt nur mit einem, damit ich euch das schön zeigen kann. Das heißt, einer wird Minus. Ja, ich nehme immer passenderweise das rote Kabel für Minus. Wir nehmen das schwarze Kabel. Das ist einfach sinniger, würde ich sagen. Da kann ich jetzt, ich habe irgendwo so Klemmen. Na, kriegen wir jetzt auch noch welche hier her. So, bin schon wieder da. Also wir haben einmal Minus. Jetzt wollte ich schon wieder das rote Kabel nehmen. So, wir haben einmal Minus. Und hier kann ich euch jetzt auch ganz toll zeigen, was bei den anderen passiert. Denn hier ist es ein bisschen plastischer dargestellt. So, also einmal Minus. Komm, wir haben ein rotes. Nehmen wir auch ein rotes. Und einmal die Endlage. Ich mache jetzt die Zweier. Wenn wir das schon so schnell hier zusammenschrauben. Also wie gesagt, Minus würde jetzt zu beiden Schaltern gehen. Und Plus bzw. Endlage 1 und Endlage 2 zu dem jeweiligen. Und ich schließe das jetzt mal so an. Ich weiß jetzt nicht, welcher ist. Deswegen, das steht auch drauf. Ich teste mal, ich glaube, so ist die Verbindung. Also so müsste es richtig sein in der Mitte. Da steht nämlich N0 drauf und drüben steht NC drauf. Wäre halt toll, wenn man was von Elektrik verstehen würde. Also wir schließen das jetzt mal an. Und wo habe ich es drauf? Auf dem Dreier. Mal gucken, wo sich was bewegt. Ja, alles piepst. Na. Wenn sich nichts bewegt, ist das faul. Ausgelöst hat er auch nicht. Ich habe es vergessen. Haben wir was vergessen? Das kann ja nicht. Also man sollte die Stecker auch richtig rum reinstecken. Also. Jetzt dreht sich die Schnecke. Und wenn ich es jetzt in der Mitte habe, habe ich keinen Kontakt zwischen den beiden. Das heißt, hier vorne würde der Kontakt anliegen. Momentan löst er nicht aus. So ist es richtig. Das heißt, ich habe einen offenen Kontakt. Wirklich so, wie man es jetzt auch sieht. Fähnchen oben offen, Fähnchen unten geschlossen. Und ihr seht, das Endlagen-Add-on reagiert direkt. Genau das ist eigentlich der Plan von diesem Endlagen-Add-on. Genauso ist es auch in der Anleitung beschrieben. Ja, wie gesagt, das andere ist Bastelwerk. So. Das heißt, er ist jetzt offen, wir haben keinen Stromkreis und wenn ich hier drauf drücke, dann schließt sich der Kreis und das Teil löst aus. Die anderen, die falschen Sensoren, die haben hier, das heißt, die sind jetzt immer mit einem geschlossenen Kreislauf und ihr seht, das Teil dreht komplett durch, denn es denkt, der Taster ist gedrückt und würde nur, wenn der Magnet da ist, sagen, ich unterbreche den Kreislauf. Also, genau falsch rum. Wie gesagt, ich habe weder Lust, jetzt die Platine auszutauschen, noch habe ich Lust, dieses kleine Fuzzi-Teil hier auszulöten. Vor allem, weil ich ja, wie gesagt, nicht weiß, wie die Widerstände hier, was sich da verändert hat, ob das das gleiche ist, selbst wenn ich das Bauteil finden würde. Also, so reagiert's. Wir probieren das auch gleich mal. So, Moment, so rum. Also, hier reagiert er und wir können nur noch in die andere Richtung fahren. Der ist aber noch nicht dran. Das ist jetzt die Lösung, die ich machen werde. Das heißt, wir bauen das Endlagen-Add-on auch für den ARM ein. Und was machen wir? Ich möchte einen dieser Endabschalter hier oben einbauen. Und ich möchte einen Endlagenabschalter hier unten einbauen. Relativ simpel. Das Gute ist, hier komme ich immer hin. Hier oben, ich sag's euch gleich, denn ich habe das ja schon bei den anderen Baggern gemacht. Denn bisher habe ich ja das hier rausgeschmissen und so etwas sowieso nur verbaut. Hier muss man aufpassen, dass die Kabel sauber geführt sind. Denn hier ist die Fahne und wenn ich jetzt hier die ganzen Kabel vorbeiführe, und ich habe bei meinem ersten übrigens die Fahne noch in die Richtung, also sprich zu den Kabeln hingebaut, das heißt, irgendwann verheddern sich die Kabel an der Fahne, reißen die ab, du fährst nach oben und der Schalter funktioniert natürlich gar nicht. Und wenn man sich darauf verlässt, dass ein Endabschalter funktioniert,
und der nicht funktioniert, dann ist das immer etwas doof. Ja? Also, von dem her, ich werde jetzt hier oben das hier einbauen. Ich werde hier unten das hier einbauen. Und dann werden wir das anschließen. Und die Kabel, die jetzt hier übrig sind, also hier kommen ja jetzt nochmal raus. Arm 1 und 2, also sprich von denen hier, den kann ich ignorieren. Die werden blind gemacht. Ich habe jetzt zwei sozusagen extra Kabel, die hier reinlaufen, die ich nicht brauche. Die kommen einfach mit reingelegt. Alles gut, es wird nichts dran angeschlossen. Die Abschalter lasse ich direkt hier ins Modell laufen. Da brauche ich jetzt natürlich nicht den Umweg über den Arm gehen. Ihr könnt natürlich, wenn ihr wollt, das hier auch verwenden. Gemeinsames Minus anschließen und den einen hier und den anderen meinetwegen da unten irgendwo anbringen. Aber ich sage euch aus Erfahrung, das ist auch nicht ganz einfach. Da muss man wirklich gucken mit dem Platz. Vielleicht habe ich mich das letzte Mal anders angestellt. Vielleicht ist auch in der Version ein bisschen anders oder besser zu machen. Ich baue den jetzt ein und schaue, wie ich es anschließe. Und wie gesagt, das Ganze, die Zylinder einbauen und das restliche Einrichten wird erst passieren, wenn die richtige Fernbedienung da ist. Alles andere kann ich aber schon mal soweit vorbereiten, dass ich im Endeffekt wirklich nur noch Empfänger rein machen muss, die Sachen hier montiere und dann die Endabschalter so anpasse, wie am Ende die Funktion auch zu fahren ist. Das heißt, dass wenn ich den Zylinder rausfahre, dass hier nach unten geht, dass dieser hier reagiert und nicht der andere, denn ansonsten wird es mir gar nichts bringen. Na, ihr seht. Also, alle sind hier am... Hör ich den aus? Ah, nee, der ist oben. Die leuchten übrigens nicht immer. Lasst euch nicht irritieren. Ich war am Anfang auch ein bisschen geschockt und habe gedacht, ich habe was falsch gemacht. Ich habe auf einem von denen hier ist schon eine Trimmung drauf. Und diese Trimmung bewirkt, dass er zwar in die Richtung reagiert, aber nach hier unten nicht, denn er denkt, ich fahre nach oben. Und wenn ich nach oben fahre, also aufmache, dann kann dieser Schalter nicht auslösen. Für ihn. Ja, ihr seht, also wenn ich oben bin, reagiert er. Wenn ich unten bin, reagiert er nicht. Das liegt daran, dass ich eine Subtrimmung in der Fernbedienung aktuell drin habe. Und deswegen leuchtet es nicht. Hier vorne habe ich keine. Und hier funktioniert es in beide Richtungen. Einwandfrei. Bloß hier am Stiel, wie gesagt, das liegt an der Subtrimmung. Lasst euch nicht Kürre machen. Schließt es an, probiert es aus. Ich verlinke alles. Ich blende euch jetzt auch nochmal die Bilder dann ganz am Ende von dem Video ein. Die Cleveren machen dann auf Pause und machen einen Screenshot. Dann habt ihr auch die Pläne da. Denn ich weiß jetzt natürlich noch nicht, wie schnell ich bin, um das Ganze auf meiner Webseite noch mit einzupflegen. Aber ansonsten werden wir das alles hinbringen. Ich bin richtig happy, dass das soweit funktioniert und ja, ist wieder ein richtig geniales Modell. Ihr seht, es ist in Rot. Habt ihr ja schon gesehen, oder? Mal ein bisschen was anderes. War der Wunsch vom Henning, dass wir den in diesem schönen Rot lackieren. Falls es euch interessiert, das ist Feuerrot. Als Anlehnung an den Manitou und um das gleich vorne wegzunehmen, es ist nicht die Originalfarbe von O und K. Die habe ich auch da. Die habe ich nämlich kommen lassen. Die ist wesentlich dunkler als das hier. Und die finde ich aber tatsächlich schöner. Die ist ein bisschen heller. Ich bin kein Lackierexperte. Ihr seht es hier und da. Ja, lackieren ist nicht meins. Ich hasse es zu lackieren. Ich hasse es wirklich. Aber ich finde, es ist ganz gut geworden. Und auf der Baustelle muss das dann auch so ausschauen, es steht eh immer ein bisschen weiter weg. Also, wer das Ding in die Vitrine stellt, der sollte es auf jeden Fall nicht von mir lackieren lassen, denn Display- oder Vitrinenmodelle kann ich nicht lackieren. Ist einfach so. So, ansonsten, wie gesagt, freut es mich, dass das mit der Elektronik funktioniert. Ich bastel das Zeug jetzt mal hier mal geschwind rein und ja, dann warten wir nur noch auf die Fernbedienung und dann ist der Bagger eigentlich auch schon fertig. Jawohl, hat mich gefreut, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich hoffe vor allem, euch gefällt die Lösung. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefällt. Lasst mich wissen, ob euch vor allem die Lösung gefällt. Ich freue mich wahnsinnig über die Kommentare, ob ihr sagt, darauf haben wir gewartet. Oder ob ihr sagt, ja toll, das haben wir alle schon gewusst, das hat bloß keiner erzählt. Oder ich habe es wieder nicht mitgekriegt. Wer weiß. Freue mich auf jeden Fall, abonniert meinen Kanal und vor allem die Glocke, dann seht ihr auch, wenn das nächste Video online geht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Projekt spätestens wieder. Bis dann!